zusammen, wir sind schon 50, juhu, beziehungsweise mit mir 51. Ich habe 50 Abonnenten, es freut mich, dass ihr alle da seid. Ich hoffe, ihr schaut euch auch alle das Video an. Und heute mache ich die DM-Haul-Challenge für euch 50. Ich hoffe, wir werden noch mehr, aber 50 ist auch schon was, was ich niemals gedacht hätte, was so schnell geht. Juhu! Ja, heute gibt es die DM-Haul-Challenge. DM und habe mir 6 Produkte gekauft, die die Challenge von mir verlangen. Ich bin in den Laden reingegangen und da war ein Aufsteller, so wie die immer haben, so ein Angebot. Ich glaube, es war ein Angebot. Es kann auch nur sein, dass sie das Produkt gerade in den Fokus stellen wollte. Laber nicht so viel, Heller. Jedenfalls eine Bodylotion für 1,95 €. Balea Day Spa Lotion. Seht ihr das so? Streichelzarte Wellnesspflege mit Orchideen- und Mandelblütenextrakt. Ist ein wunderschönes Produkt. Also es sieht, was heißt, ob es wunderschön ist. Vom Äußeren ist es ein wunderschönes Produkt. Fällt total in mein Beuteschema. Und sie riecht gut. Ja, sehr sommerlich und nach Orchidee, so wie ich mir vorstelle, dass Orchideen riechen. Ich glaube, die riechen in Wirklichkeit nicht besonders. Ist für normale Haut. Mal gucken, sonst nehme ich immer Produkte für trockene Haut. Und es hat sich sehr gut getroffen, weil ich nämlich tatsächlich auch in den DM gegangen bin, um eine Bodylotion zu kaufen. Gleich 2 Fliegen mit einer Klappe. Ich habe mir die Eiswürfelbeutel ausgesucht. Kein Kosmetikprodukt, sondern etwas, das man zur Abkühlung braucht. Ich habe, glaube ich, in den letzten Videos schon gesagt, dass es immer, wenn ich Videos drehe, total heiß ist. Und da ist es natürlich sehr praktisch, wenn man Eiswürfel im Kühlschrank hat, um sich ein eisgekühltes Getränk zu machen. Wie oft habe ich jetzt Eis gesagt? Eiswürfelbeutel. Nicht besonders glamourös, aber hilfreich gegen die Hitze. Da war ich sehr kreativ. Und zwar von Alnatura feine Haferflocken. Weil die kann man essen, sehr gesund, ballaststoffreich, zum Frühstück vor allem esse ich die. Und man kann aber auch, wie es der Bodyshop schon gezeigt hat, Gesichtsmasken daraus machen. Ich glaube, im Bodyshop ist es Bodyshop, ich kann das Wort nicht sagen. Ich glaube, im Bodyshop ist es eine Maske mit Haferflocken oder Hafer und Honig. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mir ruhig in die Kommentare schreiben, dann zeige ich euch mal, wie man daraus eine schöne, pflegende Gesichtsmaske machen kann, die man nicht zu lange drauf lassen sollte, denn sonst muss man sie abkratzen. 2-in-1 Produkt. Und ich habe euch im letzten Video schon gesagt, dass ich nicht so der Lippenstift-Fan bin, beziehungsweise ich kann damit im Moment noch einfach nicht besonders viel anfangen. Und deswegen habe ich keinen Lippenstift genommen, sondern mal einen Lip Liner. Mein allererster. Ich habe keinen einzigen anderen Lip Liner. Deswegen habe ich hier jetzt auch einen farblosen genommen, damit das die ganze Aktion nicht ganz unsinnig ist. Und ich den für alle die vielen Lippenstifte, die ich nicht besitze, benutzen kann. Das waren, glaube ich, nicht viele besonders einfallsreich, beziehungsweise es ist einfach schwer, ein Produkt zu finden. Kosmetikprodukt, ich hätte jetzt natürlich auch wieder irgendwie ein Tomatenpesto oder so nehmen können, aber das ist ja nichts, was man benutzt, sondern was man isst. Und deswegen bin ich auch in die Handcreme-Sektion gegangen, habe aber keine Handcreme, sondern gleich eine Handmaske mitgenommen, weil ich dachte, da kann man vielleicht sagen, Schatz, das musst du auch nur einmal im 2 Wochen machen, dir diese Handmaske auftragen, die Hände auf die Knie legen, einen Moment warten, dann darfst du es abwaschen und dann sind deine Hände butterweich. Ich mache jetzt mal ein bisschen Werbung. Die ist von Alverde und heißt Handmaske und ist auch mit Holunderblüte, nee, das andere war mit Orchidee. Das ist mit Holunderblüte und Akazienblütenextrakten. Mal gucken, wie die riecht. Oh, ein bisschen süß. Vielleicht abschreckend für Männer, aber mit ein bisschen Überzeugungskraft schafft man auch das.
Ich habe mir überlegt, ich suche etwas aus für mein Fototeam, meine beiden Mädels, die die Fotos für meinen Blog immer machen. Und da die sich sehr um ihre Nähe gekümmern und dass die sehen immer unglaublich toll aus, habe ich zwei Nagellacke ausgesucht. Beide Maybelline Color Show Lacke. Einen weißen mit Glitzer und einen undefinierbar lila blau, auch mit Glitzer. Also im Laden sah es blau aus, jetzt sieht es sehr lila aus, aber so ein ganz, ganz dunkles, tiefes Lila. Und das ist einmal die Nummer 19, ist der weiße Ton, und die Nummer 103 ist dieser, ich weiß nicht, ob es blau oder lila Ton ist. Das war es auch schon mit der DM Haul Challenge. Für mich ging es eigentlich ziemlich schnell, natürlich habe ich mir vorher andere Videos angeguckt und mir ein bisschen Gedanken gemacht, was ich kaufen könnte, aber dann war ich ziemlich schnell drin und ziemlich schnell wieder raus aus dem DM. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns bald wieder. Ach, und wenn ihr auch die DM Haul Challenge mitgemacht habt, schreibt mir das doch einfach in die Kommentare. Ich gucke sie mir gerne an, was ihr für tolle Ideen hattet für die einzelnen Challenges. Bis bald! Tschüss! Oder denjenigen, mit dem man das Video macht, der jetzt nicht da ist. Yay! Mache ich jedes Mal, oder? Und dann... Oh! Wo ist es denn? Da! Sommer, 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 Alter, was ist denn los? Da unten hin. In der praktischen Verpackung zum Rausziehen. Mal gucken, ob es klappt. Das sieht gut aus. Tschüss! Tschüss! Bis bald, wie die Queen. Bis bald!